Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir, die Novo Legion Go X Dragon Ball Sparking Zero. Wir testen in der Auflösung, ich muss kurz gucken, 1280, 1920 und 2560. Also ihr könnt gespannt sein, wie die Performance ist, ich bin's auf jeden Fall. Also, bis gleich. Okay, bevor wir anfangen, erstmal eine Warnung an alle. So, wie ihr jetzt seht, steht bei Son Goku ein neues Spiel da. Ich habe bereits schon mehrere Stunden in dem Spiel investiert. Also ich habe schon auf dem PC gezockt und ich glaube, er hat die von der Cloud nicht übernommen. Ich hoffe jetzt nur, dass er den Spielstand nicht überspeichert. Also nur, damit ihr auch schon mal Bescheid wisst. Okay? Also vorsichtig sein bitte. Okay? Aber jetzt geht's gleich los mit dem Test. So, wie ihr sehen könnt, sind wir bei 1082p. Ist hier eingestellt. Man sieht's. 144 Hertz. Rahmenüberwachung habe ich jetzt aus, weil es nicht immer angezeigt wird. Links seht ihr die FPS. Gerade zeigt er 44 an. Ich versuche es mal ein bisschen schärfer zu stellen. 44 FPS. Und ja, RSR, also Radeon Super Resolution, ist an. Und sonst ist es auf Leistung, der Thermomodus. Ich habe nichts umgestellt. Hier ist es auch auf Leistung. Also ich lasse alles auf Leistung immer laufen, ne? Und ja, Auflösung ist 1280, wie gesagt. Die Einstellung habe ich auch nichts verändert bei Dragon Ball. Man sieht so, 1280. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Ein, hoch, 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 hoch. Jetzt habe ich nichts eingestellt. Okay? Ist alles wie beim Alten. So, jetzt gehen wir kurz in den Trainingsmodus. Dann zeige ich euch, wie die FPS sind. Also, bis gleich. So, dann sind wir im Trainingsmodus. Wir sehen... Ich weiß jetzt nicht, ob man es gut aussieht. Wir sind jetzt gerade bei 47 FPS. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen herum. 39 FPS, 38 FPS, 46. Aber ich muss sagen, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das mit 60 FPS läuft, aber 40 FPS. Noch mal ein paar Attacken. 34 FPS, 38. 39 FPS, naja. Wundert mich jetzt eigentlich. Also es ist schon auf jeden Fall spielbar, aber hat mich jetzt gewundert. Na klar, man kann jetzt da auch ein bisschen umstellen. Man kann ja statt hoch auch auf Mitte gehen und so weiter. Das funktioniert natürlich auch. Aber auf jeden Fall ist es spielbar, ja. Also er pendelt sich zwischen 49, 57 FPS hat er jetzt gerade. Also da pendelt er sich schon ein. Es ist auf jeden Fall spielbar, ja. Sieht so eigentlich ganz gut aus. Sieht auch flüssig aus, ne? Man sieht's ja. So, aber ich würde jetzt gleich sagen, wir gehen noch mal einen Schritt höher. Wir gehen jetzt auf 1920. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Grafik habe ich schon umgestellt auf 1920 jetzt. Sieht man auch hier. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Also es ist alles immer noch, wie es vorher war, auf hoch, 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 alles auf hoch. Also man kann da schon ein bisschen umstellen, um größere FPS zu bekommen. Das ist natürlich möglich, weil eh alles auf hoch gestellt ist. Okay? So, also wir sehen uns gleich wieder im Trainingsmodus und dann probieren wir es mal aus. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wie es gleich auffällt, ich weiß nicht, ob man die FPS links sieht. Ich lese euch mal vor, auf 33 FPS sind wir gerade. Also naja, wundert mich jetzt ein bisschen. Und es stockt schon, man sieht so, es stockt echt ziemlich. 29 FPS, 31 FPS, 30 FPS. Also naja, es stockt leider schon, man sieht so. Ich mache jetzt mal eine Attacke, damit man es noch besser sieht. 16 FPS, 21 FPS, 27 FPS. Also es stockt schon ganz schön, wirklich. Das muss man jetzt schon sagen, man hat es gerade gesehen bei der Attacke, oder? Wenn jetzt auf einen so zufliegt, dann sieht man schon, dass es ziemlich ins Stocken kommt. 29 FPS.
Ja, ich glaube, man sieht es ganz gut, dass das stockt. Vielleicht beim Packen, das sieht man es vielleicht nochmal. Moment. Man sieht, wie es langsam ist, oder? 32 FPS, 28 FPS. Beim Kamehameha hat man es eigentlich ganz gut gesehen. Und bei dem zum Beispiel jetzt 28 FPS. Das läuft schon ziemlich in Slow Motion. Man sieht es, oder? Na klar, man kann jetzt hier zum Beispiel, kann ich bei den Trainingseinstellungen auf die Grafik gehen? Nee, kann man nicht. Das ist doof. Man muss immer so umstellen. Klar, man könnte jetzt die Grafik ein bisschen umstellen. Das werden wir jetzt auch auf 2K machen. Also erstmal testen wir auf 2K und dann testen wir, wie es aussehen würde, wenn wir da ein bisschen was an den Grafik-Settings unternehmen, wie viel FPS wir rauskommen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder auf 2560 umgestellt. Man sieht es hier. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut, 2560. Ich habe nichts erstmal umgestellt bei der Grafikeinstellung. Aber man hat jetzt schon im Hauptmenü 19 FPS. Also das kann spannend werden. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Ressourcen frisst. Also wir haben alles auf hoch. Natürlich kann man da auch ein bisschen was umstellen. Dann bekommt man natürlich mehr FPS und das werden wir dann danach ausprobieren. Also erstmal starten wir so ins Spiel. Ohne was umzustellen, also auf hoch mit 2560 und danach stellen wir ein bisschen was um und schauen, auf wie viel FPS wir kommen können. Also, bis gleich. So, und herzlich willkommen bei Unspielbar. Also, wir haben jetzt 22 FPS bei Nichtbewegung. Und wenn wir uns ein bisschen bewegen, haben wir 20 FPS, 21 FPS. Ihr seht selber, wie langsam das Ausweichen ist. Das Kämpfen selber. Ist auch schon ziemlich langsam. 20 FPS. Also er bewegt sich echt in Slow Motion schon. Wenn wir uns jetzt aufladen und dann wieder ein Kamehameha abfeuern, das sieht man eigentlich am besten immer, wenn die Effekte kommen. 24 FPS und na gut, 23, 20 FPS. Jetzt ist es gerade auf 20 FPS. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, die FPS-Zahl. Jetzt haben wir 24 FPS, 20 FPS, 19 FPS. Also ab da will ich schon sagen, ist es schon unspielbar. Besonders wenn ihr gegen andere online spielt, dann habt ihr echt schon schlechte Karten. Würde ich jetzt behaupten. Aber wie gesagt, es ist alles auf hoch. Also können wir ein bisschen was runterschrauben. Wir schauen uns mal, was wir runterschrauben. Meistens hilft es schon, wenn wir den Schatten runterschrauben. Also das unterste, was ich jetzt gesehen habe, waren 18 FPS. Es läuft mit höchste 25, 28 FPS. 28 war jetzt das höchste, was ich gesehen habe. Genau. Ja. So, jetzt üben wir ein bisschen an den Grafikeinstellungen zum Einstellen. Vielleicht haben wir Glück. Und das Spiel läuft sogar noch besser. Was ich ja doof finde, wir müssen jetzt da extra wieder rausgehen. Aber gut, gehen wir raus und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, sind wir noch auf 2560. Und jetzt haben wir ja allerhand Einstellungen, die wir noch beheben können. Also wir hier können hier die Schattenqualität, die würde ich jetzt auf niedrig stellen. Oder komplett aus würde ich jetzt nicht. Stellen wir einfach auf niedrig mal. Wir wollen ja schon ein paar Schatten haben. Also ihr könnt da einigermaßen was einstellen. Texturqualität kann man ein bisschen nach runterstellen. Auf hoch können wir auf moderat stellen zum Beispiel. Grasqualität können wir auf. Ach, gibt es noch hoch und niedrig? Machen wir mal die Grasqualität auf niedrig. Meistens beim Handheld, da merkt man das eigentlich nicht so. Kamera wackeln können wir auch ausstellen. Hoch, moderat, niedrig. Machen wir Kamera wackeln auf niedrig. Zerstörungseffektqualität. Ja, gut, ich glaube, das andere lassen wir mal. Also, wir haben jetzt die Kamera wackeln, Grasqualität, Texturqualität haben wir ein bisschen, Schattenqualität, so. Ich glaube, die Einstellungen müssten schon reichen, um irgendwas zu bewirken. So, wir speichern hier noch. Und wenn, dann schauen wir halt nochmal, was wir umstellen können. Aber ich glaube, das müsste bestimmt schon reichen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und kurz und knapp. Die Einstellungen haben schon mal nicht so viel gebracht. Also ein bisschen was hat es gebracht. Wir sind auf 30 FPS. Aber so viel hat es gar nicht gebracht, wie ich dachte. 32 FPS sind wir jetzt. Wenn wir halt das Kamehameha immer noch abfeuern, dann geht das immer noch in Slow Motion. 27, 29 FPS, 28 FPS.
Ja gut, ich habe mich getäuscht. Es geht eigentlich. Also es geht jetzt. Jetzt sind wir 25 FPS, 26 FPS, 27 FPS. Ich hätte nicht gedacht, dass das solche Grafikanforderungen hat irgendwie. Hätte ich jetzt gar nicht getippt bei dem Spiel. 24 FPS, 27, 23, 22. Also man kann noch niedriger gehen mit den Grafikeinstellungen. Es sieht immer noch gut aus, finde ich. Ne? Also wenn man sich das so anschaut, sieht es eigentlich echt immer noch gut aus. Finde ich jetzt auf jeden Fall. Aber gut, wir probieren es noch weiter mit den Grafikeinstellungen. Wir schauen, was wir nochmal machen können. Moment. So, da sind wir wieder in den Einstellungen. Wir sind immer noch 2560, ne? Dann würde ich mal sagen, Anti-Aliasing. Wir stellen, ich will jetzt aber nicht alles auf niedrig. Wir stellen jetzt einfach alles mal auf moderat hier. Effektqualität auf moderat, das auf moderat. Tiefenschärfe auf moderat. Detailqualität auf moderat. Das ist mal auf niedrig jetzt mal. Bewegungsunschärfequalität. Ich hasse eh Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe stellen wir aus. Das verwendet auch so viel Speicher und das brauche ich eigentlich gar nicht. Zerstörungsqualität machen wir. Gibt es nur hoch und niedrig? Machen wir auf niedrig. So, jetzt haben wir fast alles auf moderat. Ein paar haben wir auf niedrig. Moderat ist immer noch die mittlere Einstellung. Also demnach. Jetzt muss es aber laufen auf 2560, würde ich jetzt mal behaupten. So, kurz speichern. So, und jetzt sehen wir uns gleich wieder. So, kurz und knapp. Das Moderat hat auch nicht viel gebracht. Wir haben immer noch 28 FPS. Also irgendwie 29 FPS haben wir. Also irgendwie hat das Game schon ziemlich viel. Jetzt sind wir auf 31 FPS, 32 FPS. Also es läuft schon auf 30 FPS herum. Das schon. Also auf 30 FPS, die kann sie jetzt halten. Gut, auf 28 FPS, aber das geht eigentlich alles jetzt noch. 27 FPS. Also auf moderat ist es ja spielbar mit 30 FPS, ne? Also da funktioniert schon, aber man kann auch. Also ich würde fast behaupten, würdet ihr es auf 2K zocken, dann müsstet ihr schon auf ganz niedrig gehen. Und das versuchen wir jetzt. Wir stellen jetzt alles auf niedrig und schauen wir mal, wie viel FPS wir dann bekommen. Also, bis gleich. So, ich zeige nochmal meine Einstellung, die ich geändert habe. Wir sind immer noch auf 2560. Das Lustige ist, man kann manche Sachen komplett auf ausschalten. Das habe ich selber nicht mal gewusst. Anti-Aliasing-Qualität kann man komplett ausstellen. Schattenqualität kann man komplett auf ausstellen. Aber das will ich jetzt eigentlich weniger an. Ja, obwohl, wir wollen schauen, was wir eigentlich auf Max FPS bekommen. Wir stellen jetzt mal alles aus, was ausgeht. Also das haben wir alles auf niedrig, Tiefenschärfe machen wir auf aus, Grafikqualität machen wir auf aus. So, jetzt bin ich gespannt, was am maximalen FPS da möglich ist. Also wir haben jetzt alles auf aus. VSync lassen wir natürlich an. Auflösung, Skalierung kannst du sogar auch ein bisschen runtergehen. Aber wir wollen es jetzt nicht zu krass treiben, okay? Also die Auflösung, Skalierung lassen wir jetzt mal auf 100, okay? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück und diesmal hat sich auch was getan. Diesmal sind wir auf 50 FPS, 46 FPS, 42 und ihr seht, diesmal läuft es um einiges flüssiger. Und ich finde, die Qualität kann sich immer noch sehen lassen, nur es sieht immer noch gut aus, finde ich. Also ich finde schon, dass es immer noch gut aussieht. Einundvierzig FPS, 40 FPS. Also seht ihr, auf 2K könnt ihr es auch zocken. Gut, ihr müsst halt einige Abstriche in Kauf nehmen, aber es sieht halt immer noch gut aus, finde ich, ne? Wenn du dir alles so anschaust. Das Wasser sieht immer noch ganz gut aus. Die Effekte sehen auch immer noch gut aus, finde ich. Jetzt machen wir mal eine ultimative Attacke, damit wir es auch mal sehen. Aber ich finde eigentlich, dass alles ganz gut aussieht, muss ich sagen. Finde ich jetzt schon. Also ihr müsst halt bedenken, es ist jetzt in 2K. Und wir haben,
Jetzt bei der Superattacke hatten wir gerade 32 FPS, jetzt wieder 45 FPS. Also da funktioniert es echt gut, muss ich sagen. 29 FPS, 28 FPS. Da haben wir halt einigermaßen Effekte gehabt, da haben wir es jetzt sogar noch besser gesehen. Also ich muss sagen, in 2K-Test bestanden. Es sieht halt immer noch gut aus, finde ich. Also meiner Meinung nach. Sieht immer noch top aus. Und ja, dann kommen wir gleich zum Fazit. Also ich kann dir Empfehlungen geben für das Game. Es läuft auf jeden Fall echt gut auf dem Lenovo Legion Go. Ihr habt es ja selber gesehen. Egal auf welcher Auflösung, man kann ein bisschen drehen und dann bekommt man trotzdem die FPS, die man will. Wir hätten jetzt auch ein bisschen noch höher gehen können, dass wir halt 40 FPS anstreben können zum Beispiel. Also demnach ein klares Go. Hat gut gelaufen. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.